SWR 2 präsentierte während der Leipziger Buchmesse die Sendereihe SWR 2 Erzählung. Heute hören Sie Franz Dobler mit der Erzählung Großer Dank im Krankenhaus. Franz Dobler, fangen Sie sofort mit Ihrer Erzählung an. Ja, mach ich. Mein neues Buch heißt Letzte Stories und das ist tatsächlich die letzte Story und wie das manchmal so passiert, nicht immer, aber manchmal doch, sie ist nicht ganz frei von dem, wovon wir umgeben sind. Sie heißt Großer Dank im Krankenhaus. Sie haben Glück gehabt, sagte eine Stimme. Ich kann den Körper, aus dem die Stimme kommt, nicht erkennen. Es stinkt nach Medizin und ich habe dröhnende Schmerzen. Also wird er schon ein Arzt sein. Ich kann das Krankenhaus spüren und ich kann spüren, dass es ein großes Krankenhaus ist. Sie hatten sehr großes Glück. Verstehen Sie mich? Glück. Fortuna. Sprechen Sie Deutsch? Ich merkte, dass ich ihm nicht antworten kann. Ich versuche, die entsprechenden Muskeln zu bewegen und merke, es geht nicht. Egal, sagt der Arzt, Sie haben tatsächlich sogar unfassbar großes Glück gehabt. Guinness Buch der Rekorde, wenn Sie mich fragen. Ah, der Arzt ist ein sprachbegabter Arzt. Einer, der gerne spricht, Sätze formt. Ein schreibender Arzt wahrscheinlich. Einer, der gerne Romane um Figuren herum baut. Und wenn die Figuren einen Krebs haben, schneidet er ihn raus und wirft ihn den abgemagerten Hunden vor, die um die Mülltonnen am Hintereingang der Krankenhausküche herumlungern. Er schreibt sowas, um die echten Figuren in Dings, um die Figuren in Schach zu halten, die vor ihm liegen und keine Ahnung haben, dass sie unfassbar großes Glück hatten. Und es ist ihnen sowas von egal, denn unfassbar großes Glück heißt immer, dass sie so kaputt sind, dass sie lieber in der Hölle das Klo mit der Zunge putzen würden. Meine Antwort kann nicht aus dem Mund kommen. Die Antwort formt sich im Gehirn, aber der Mund ist zu schwach, um sie aus dem Körper zu transportieren. Und zudem steckt etwas in meinem Mund, das die Worte unterdrückt, ein Stück Technik. Der Schlauch in meinem Hals fühlt sich an, als müsste ich daran ersticken. Das ist ein entsetzliches Gefühl und ich kann mich nicht verständlich machen. Großer Dank an Philip Roth, ich weiß nicht, warum ich denke, ich sollte mich bei ihm bedanken. Es ist mir auch völlig egal. Die Frage, was mir passiert ist, bläht sich auf wie ein Ballon, der meinen Kopf sprengen wird. So ein Glück möchte ich auch einmal haben. Das dürfen Sie mir glauben. Sagen Sie nichts oder glauben Sie mir nichts, sagt der Arzt. Diese Scheißärzte, sie reden mit einem Körper, der unter der Last der Schmerzen kein Wort herausbekommt und sie stellen ihm Fragen und wenn sie keine Antworten bekommen, glauben sie, der Kopf könnte keine Antworten geben. Wo ist es denn, das Glück, wenn der Schmerz den ganzen Körper ausfüllt bis in die letzte Zelle? Wenn er nicht einmal herausbringt, ein einfaches, kleines Fick dich in deine eigenen Gehirnhälften. Großer Dank an Snoop Dogg, aber ich bin mir nicht sicher, Dogg oder 50 Cent, wen kümmerst das? Vielleicht sogar Bushido, auch das wäre mir vollkommen gleichgültig. Wissen Sie das, dass Sie unglaublich viel Glück gehabt haben? Vor 10 Jahren hätten Sie nicht überlebt. Und danken Sie Gott, dass Ihnen eine Armee von Schutzengeln an die Seite gestellt hat, sagt der Arzt. Ich spüre seinen Griff an meinem linken Fuß. Wie jemand einen toten Fisch betastet, um zu prüfen, ob er noch frisch ist. Und ich denke dabei geradezu automatisch, großer Dank an Kathy Acker, obwohl sie doch so längst so tot ist, dass es sie einen feuchten, wie heißt das, Dings, einen feuchten Dings kümmert, ob sich irgendjemand bei ihr bedankt oder nicht. Und sie ist so vergessen, welche 5 verfickten Anwälte sollten denn jetzt auf mich zukommen,
wenn ich mich nicht bedanken täte. Und deshalb bin ich verwirrt, warum ich das tue. Ist mir etwas passiert, das den Drang in mir auslöst, mich bei allen und jedem bedanken zu müssen? Na dann, gute Nacht. Meine Augen geben sich Mühe, seinen Körper zu entdecken. Falls er ein Körper ist und nicht nur, wie man es aus seinen sich wiederholenden Sätzen schließen könnte, eine Sprechmaschine. Vor den Augen Nebel, an den Ohren das Gewäsch eines in seiner Freizeit schreibenden Arztes. Wenn das das Leben ist, muss man den Tod nicht fürchten. Ich kann fühlen, wie Tränen aus meinen Augen kommen und langsam über meine Wangen kullern. Und in mir ist eine große Wut, weil ich mich nicht gegen ihn wehren kann. Es ist eigentlich ein Wunder, dass es nicht jede Woche einen Racheakt gegen einen Arzt gibt. Zur Ablenkung das alte Mafia-Zeichen, die Leber rausgeschnitten und eine Spritze in jedes Auge. Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Drogenverteilernetz. Sowieso finde ich ein Wunder, dass es nicht mehr Racheakte gibt gegen entlassene Kinderschänder, Mörder, Vergewaltiger, Typen, die einen entlassen haben, dessen Leben dann kaputt ging, Kunstprofessoren, die ihre Studenten beklaut haben. Oder berichten die Medien nichts über Racheakte, um den berühmten Nachahmungstäter nicht auf den Plan zu rufen? Ein Stillhalteabkommen, das angeblich bei Selbstmorden tatsächlich existiert. Ah, das berühmte Stillhalteabkommen, für das die Bild-Zeitung einst sogar den Friedensnobelpreis bekam. Oder spielt mir mein Gedächtnis ein Dings, wie heißt das noch? Ich habe anscheinend einen Großteil meines Sprachvermögens verloren oder nur scheinbar. Anscheinend oder nur scheinbar? Das ist meine Frage. Es ist mir egal, ob es auch in dem Fall ein Stillhalteabkommen gibt. Der Typ, der mir den Tritt verpasst hat, ich werde ihn töten. Plötzlich kann ich mich an den Tritt gegen meinen Kopf erinnern, aber an mehr auch nicht. Ich spüre, dass Panik sich in meinem Körper ausbreitet, weil ich mich an vieles aus meinem Leben nicht mehr erinnern kann. Aber als hätte jemand 1000 Scheinwerfer angeschalten, kann ich plötzlich das Wichtigste erkennen. Ich bin Schriftsteller. Großer Dank an die Scheinwerfer. Doch das hilft mir nur eine Sekunde gegen die Schmerzen, ist aber trotzdem schon wahnsinnig viel und auch wahnsinnig toll. Aber sofort wieder quälende Fragen. Was für einer bin ich? Habe ich Kinderbücher geschrieben, die so schwer wiegen, dass man das Kind damit erschlagen könnte? Ist mein Zeug so heiß, dass die Schiffe auf dem Bodensee brennen und alle Kritiker brüllend über Bord gehen, während meine Frau meine Tagebücher tippt? Oder bin ich nur ein Idiot, der seine Frau überredet hat, einen kleinen Verlag zu gründen? Musste ich einem Verleger in den Arsch kriechen? Oder habe ich einen Agenten, der das für mich übernimmt? Oder der mir einen Tritt ans Gehirn verpasste, als ich das von ihm verlangte? Und deswegen liege ich hier. Lebe ich einsam in einem Haus auf dem Land und ohne Internetzugang? Oder bin ich einer der an getragenen Dings, also an diesen kleinen Dingern, die von Dings, also getragen werden, schnüffelt, bevor er tonnenweise aus medizinischen Büchern klaut? Und wenn ja, habe ich diese Sätze dann immer hinreichend modifiziert? Ich weiß es nicht. Etwas frisst an mir. Ich habe zu viel geraucht. Ich habe zu viel getrunken. Doch ich sterbe nur langsam. Das ist modifiziert bis in die letzten intertextuellen Buchstabenpixel. Und deshalb ist es mir extrem unangenehm, dass ich dennoch großen Dank an Heiner Müller sagen will. Denn ich habe ihn, soweit ich mich erinnern kann, überhaupt nicht gelesen. Und Stasi-Offizier war außerdem, habe ich gehört. Ich weiß nicht, sagt der Arzt, ob Sie an den Schöpfer glauben, mein Freund, oder ob Sie glauben, dass eine Horde stinkender Affen unsere Welt so intelligent designt hat,
Und natürlich geht mich das auch gar nichts an. Ich bin nur ein Arzt, der den Kranken wieder gesund machen möchte. Also, mein Lieber, was ich eigentlich sagen wollte. Sie haben einen Tritt an den Kopf bekommen. Die Operation war erfolgreich. Die Details erkläre ich Ihnen später. Sie liegen seit 6 Wochen im Klinikum der barmherzigen Jünglinge des heiligen Urban. Wenn es ein Problem gibt, klingeln Sie hier. So, also dann danken Sie mal der medizinischen Forschung. Wenn sich in den letzten Jahren nicht so viel geändert hätte, wenn Sie mir mit Veränderungen kommen, wird mir sowieso schlecht. Daran kann ich mich gut erinnern. Die einen glauben, es hätte sich viel geändert. Die anderen glauben, es hätte sich nicht so viel geändert. Es hat sich nicht so viel geändert. Es hätte sich mehr ändern können. Diejenigen, die glauben, es hätte sich viel geändert, wollen diejenigen, die das nicht glauben können, glauben machen, es hätte sich viel geändert. Daran hat sich nichts geändert und daran wird sich nichts ändern. Ich schlafe, ich bin wach. Ich weiß nicht, wie oft ich mit diesem Arzt gesprochen habe. Es kommt mir vor, als würde ich ihn schon seit Monaten fragen, wann ich entlassen werde. Und seit Monaten heißt die Antwort, wenn Sie wieder ganz gesund sind. Machen wir uns doch nichts vor, ich war seit Jahrzehnten nicht mehr ganz gesund. Ich schlafe, ich bin wach, ich höre den Lärm von Kirchenglocken, das Kreischen von Vögeln, die auf totes Fleisch warten, das sanfte Surren von unvorstellbar hochentwickelten Geräten, das Kreischen von Sirenen und das harte Klicken von Absätzen in einem langen Gang, die näher kommen. Meine Krankenschwester, sie sieht aus wie eine als Betty Page verkleideter Pamela Anderson, zeigt so viel Mitgefühl wie meine Mutter, ist tätowiert wie Kathy Acker und charmant wie Romy Schneider an einem guten Tag. Wie gesagt, es hat sich nicht viel geändert. Was sie mit mir macht, hat auch eine Krankenschwester mit einem Patienten in einem deutschen Krankenhaus 1938 gemacht. Außer dieses kranke Arschloch im Bett vor ihr war kein zu 100% aus deutschem Boden erschaffener Fleisch- und Blutklumpen. Aber dann hat sie ihn wohl kaum in die Finger bekommen. Falls so einer heute im Krankenhaus liegt, hat sich natürlich etwas verändert. Aber wenn dieser sichtbar oder bekanntermaßen nicht zu 100% aus deutschem Boden erschaffene Fleisch- und Blutklumpen dann entlassen wird, muss er schon aufpassen. Und nachts besonders. Genauer gesagt, er muss schon wieder aufpassen. Ob er schon wieder oder immer noch aufpassen muss, spielt dann wirklich keine Rolle. Es hat sich schon viel geändert. Aber bei genauerer Betrachtung ist es so viel egal. Großer Dank an Deutschland, dass sich immerhin irgendwas verändert hat. Das muss auch einmal gesagt werden dürfen, ohne dass dieser Satz modifiziert werden muss. Mir ist kalt, flüstere ich, als mir meine Krankenschwester, die aussieht wie als Betty Page verkleidete Pamela Anderson, so viel Mitgefühl zeigt wie meine Mutter und so viele Tätowierungen wie Kathy Acker, Ruben Schneider an einem guten Tag. Zärtlich ein Krümel aus dem Mundwinkel streicht. Küss mich, gib mir Fieber, flehe ich sie an. Und großer Dank an Leiber und Stoller. Sie sieht mich zärtlich an und dann sagt sie, dass sie alle Hoffnung schon aufgegeben hätte und dankt Gott mit einem Halleluja. Und ich spüre Tränen aus meinen Augen kullern und sie küsst. Aber, Süßer, so viel Korrektness muss sein, haucht sie sanft. Der große Dank geht nicht an Leiber und Stoller, sondern an Eddie Cooley und John Davenport. Und John Davenport war ja nur ein Pseudonym für Otis Blackwell. Aber naja, es war natürlich nicht dumm, wenn sich ein Nigger ein weißes Pseudonym wie John Davenport genommen hat. Denn wenn sie einen Nigger wie Otis Blackwell abzockten und er protestieren wollte, haben sie ihre Anwälte geschickt und großen Dank gesagt und der Fall war erledigt. Aber wenn Sie dachten, Sie hätten es mit einem weißen John Davenport zu tun, haben Sie ihm Geld gegeben, um den Fall zu erledigen. Verstehst du? Es ist ein Trugschluss zu glauben, es hätte sich so viel geändert. Wenn du etwas klaust, dann musst du von oben nach unten klauen. Der von oben klaut von unten. Also, ein großer Verlag zum Beispiel klaut von einem kleinen Verlag. Wenn der Beklaute von unten sich beschwert, schickst du ihm deine 10 Anwälte und hast kein Problem. Wenn du aber unten bist und klaust von oben, dann schicken sie dir ihre 10 Anwälte runter und machen dich platt. Wie hast du das eigentlich bisher so gehalten?
Da bin ich nun auch platt. Wer hätte denn damit gerechnet, dass meine Krankenschwester total verkabelter Spitzel ist? Sie wollen meine gesammelten Diebstähle und mich dann vor Gericht zerren. Aber ich habe mich immer bedankt. Immer permanente, doppelte Absicherung. Die intertextuell akkumulierten Sätze hypermodifizieren und dazu noch großen Dank sagen. Dann können sie dir gar nichts. Mit unverdächtiger Stimme frage ich sie, wann ich denn entlassen würde. Und wie erwartet, sagt sie, wenn sie wieder ganz gesund sind. Aber das bin ich. 6 Wochen reichen doch. Hä? 6 Wochen? Seit 6 Monaten sind Sie hier. Und es gibt immer noch gewisse Bedenken. Und wollen Sie mich denn wirklich schon verlassen? Sie fängt an, mit ihrem charmanten Rumi-Schneider-Lächeln ihre Bluse aufzuknöpfen. Aber ich sage zu ihr das, was schon die toten Kennedys gesagt haben. Was ich hier jedoch nicht zitieren möchte, obwohl es kein großer Akt wäre, Alkohol in Medikamente zu modifizieren, die ebenfalls oft was verhindern. Ich bin wach, ich schlafe, ich stehe auf, die Tür ist versperrt. Ich gehe zum Fenster, 4. Stock. Ich höre ein Geräusch, springe ins Bett, wie ein Pirat auf das andere Schiff. Es ist der kranke Doktor. Mit dem Stöhnen des gestressten Mediziners setzt er sich auf mein Bett und verkündet gehört zu haben, es ginge mir besser. So ist es, ich möchte nicht klagen. Das ist ein gutes Zeichen, dass Sie nicht klagen möchten. Klagen bringt nichts, Doc. In unserer Welt wird doch zu viel geklagt. Es wird zu viel geklagt und man bedankt sich zu wenig. Dabei lässt sich doch der Meister Ärger aus der Welt schaffen durch so ein einfaches Danke. Ganz generell sieht es doch so aus. Zu wenig Dankbarkeit, zu wenig Demut, Ehrlichkeit, Sprachgefühl und Respekt. Ein Wunder, dass Deutschland überhaupt noch existiert. Ich denke, das genügt, um dem Mann klarzumachen, dass er mich getrost entlassen kann. Sie sprechen mir aus der Seele und wissen Sie was, sagt dieser Oberarzt, wenn Sie das mal laut sagen, neulich bei einem Empfang, ich sage Ihnen, mit einem Freund des Außenministers, gebildeter Mann, eleganter BWL-Student der alten Schule, wenn Sie wissen, was ich meine. Also, man wird ja dann schon fast als halber Nazi angesehen. Ich kann's nicht fassen. Diese Ärzte, immer für eine Überraschung gut. Doc, sage ich, das haben Sie jetzt aber von mir geklaut. Und eine nennenswerte Veränderung kann ich nicht entdecken. Also mit einem großen Dank lässt sich das jetzt wirklich nicht erledigen. Der Mediziner zwinkert mir zu. Ich bin ein großer Fan des ästhetischen Prinzips der Intertextualität. Aber wem sage ich das, lieber Freund? Wobei ich als Laie letztendlich doch die Indoor-Intertextualität bevorzuge, muss ich gestehen. Ich habe den Eindruck, dass ich damit seinen Gesundheitstest bestanden habe. Vielleicht können wir eines Tages sogar gute Kumpels werden. Sollten dabei Inhaber von Urheberrechten unberücksichtigt geblieben sein, wird uns sicher eine Zwischenlösung einfallen. Wann komme ich raus, Doc? Wann gehen wir ein Trinken? Wenn Sie wieder ganz gesund sind, selbstredend. Aber ich fühle mich wieder gut. Das erkenne ich. Das macht mich glücklich. Aber ich darf Ihnen versichern, der Eindruck täuscht, es wäre lebensgefährlich, Sie jetzt zu entlassen. Doc, Tausende von Menschen werden täglich entlassen, ohne dass sich irgendwer fragt, ob das lebensgefährlich ist. Aber dieses so dreckige wie geachtete Mitglied der Gesellschaft zuckt nur lächelnd mit den Schultern. Großer Dank an Jim Thompson. Ich spüre, wie sich Verzweiflung in meiner Seele ausbreitet. Ich befinde mich in einem Kampf, den ich nicht gewinnen kann. Sie werden mich hier behalten, bis Sie alles von mir haben, was Sie wollen. Aber es tut gut zu spüren, dass ich wieder gesund bin. Und es tut gut zu spüren, wie meine Faust den Arzt niederstreckt. Und es tut gut, nach so vielen Wochen wieder die ersten Sätze geschrieben zu haben. Und es tut gut, das Blatt unter der Tür durchzuschieben. Der Arzt ist meine Geisel. Ich werde ihn töten, wenn meine Forderungen nicht erfüllt werden. Ein Flugzeug und freies Geleit in ein Land, dessen Sprache ich nicht verstehen kann.
Dankeschön. Vielen Dank.